Liebe CSA-Community, mein Name ist Thorsten Fuhrweg und ich begrüße heute ganz herzlich Frank Salzgerber zu unserem Videopodcast. Herzlich willkommen. Wunderschön, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns etwas auszutauschen. Doch bevor ich mit dem Interview beginne, darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Diplom-Ingenieur und Head of Innovation and Ventures der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und arbeiten eng mit dem europäischen Astronautenteam zusammen. Etwas Background-Information: Nach Ihrer Karriere bei Apple haben Sie im Jahr 2000 Ihr erstes Startup gegründet, welches später in ein Börsenunternehmen aufging. In den letzten Jahren haben Sie mit Ihrer Abteilung bei ESA jedoch über 1200 Startups und über 1000 Projekte unterstützt. Raum für Fantasien haben Sie also. Ich vermute, Ihre Großmutter Käthe Denkhaus hat Sie da irgendwie von klein auf inspiriert und dass Sie deshalb immer noch heute auf der Suche nach crazy ideas sind. Was sind also die spannendsten Projekte, an denen Sie jetzt gerade arbeiten? Ja, vielen Dank für die Einführung und ganz toll, dass Sie meine Großmutter erwähnt haben. Auf einer Automotive-Veranstaltung habe ich den Herren mal und Damen erzählt, dass meine Großmutter die erste Frau in Duisburg war mit einem Führerschein. Und das ist eine ganz schöne Story, weil mein Urgroßvater war Bergwerksdirektor als irgendwann kam die Polizei mal nach Hause zu meinem Großvater und wollte eigentlich ihn mitnehmen, weil er seine Frau fahren hat lassen mit dem Auto. Und dann sagte mein Großvater, das ist schon richtig so, weil ich habe keinen Führerschein, aber meine Frau hat einen Führerschein. Das war 1923 und das haben die Polizisten nicht verstanden, dass eine Frau einen Führerschein gehabt haben. Und deswegen sage ich mal, die Fantasie und die Zukunft findet bei uns selber statt. Leider haben wir zu viele Leute, die das etwas, sage ich mal, behindern und begrenzen. Deswegen ist es so wichtig, auch in die Zukunft zu schauen oder wie Steve Hawkins mal schön gesagt hat, lassen Sie uns in die Sterne schauen und nicht auf unsere Füße. Die spannenden Projekte, und da war ich heute früh schon im Gespräch, wir bauen zurzeit das Navigations- und Telekommunikationssystem für den Mond, weil wir werden zurück zu dem Mond gehen. Das ist nicht eine Frage, ob, sondern eher wann, bis 2024, 2025. Und wir haben auch die ersten Startups, die dort sagen, wir bauen Tankstellen, wir bauen Roboter, wir bauen Stationen und wir bauen dazu die Infrastruktur. Das ist eines der interessanten Projekte. Ein anderes interessantes Projekt, da bin ich heute Nachmittag, fahre ich Richtung München und in Süddeutschland haben wir sogar 3 Raumfahrt-Startups, die sich um Raketen kümmern, um Kleinstraketen. Also wir müssen uns da nicht immer weltweit verstecken. Und in diesem Zusammenhang gibt es ein deutsches Konsortium unter der Firma auch Mynaric, die bauen Laserterminals, eine Firma ESA Aerospace, die sitzt in München und baut Kleinstraketen, sind über 200 Leute, wiederverwendbare Raketen, so wie ein Elon Musk das auch baut, bloß etwas kleiner. Und die werden zurzeit oder arbeiten daran, ein Telekommunikations-, also ein Laser-Backbone im Weltraum zu bauen, um wirklich Internet überall auf der Welt hinzubringen. Und ich würde es gar nicht mal als verrückte Projekte sagen, aber die machen natürlich wirklich Spaß, weil sie was verändern. Also Herr Salzgeber, Raumfahrt scheint so weit weg, aber Sie sagen, die Raumfahrt ist für uns alltäglich. Also wo werden die nächsten Raketen ins Weltall geschossen? In München? Also das ist eine gute Frage. Sie werden nicht von München geschossen, sondern in Deutschland reden wir ja auf einer Startplattform auf dem Meer. In Norwegen wird es eine Plattform geben. Also das ist das Erste. Aber Sie haben das schon recht, Raumfahrt scheint so weit weg. Aber vielleicht der eine Zuhörer möchte dann nur mal aus dem Fenster rausschauen und wenn er eine Satellitenschüssel sieht, das ist die Raumfahrttechnologie des letzten Jahrtausends.
Also die Raumfahrt ist heute ein ganz kleiner Teil. Natürlich macht das die meiste Presse, wenn es um Astronauten geht. Das hat mich auch zur ESA gebracht. Astronauten, Kosmonauten, Taigonauten, egal wo die herkommen. Das ist wirklich aber ein ganz kleiner Bereich. Das ist ein interessanter Bereich, das ist der emotionale Bereich, wo Leute bewegt, wo uns weiterdenken lässt. Aber der größte Teil der Raumfahrt ist wirklich für unser alltägliches Geschäft. Und da gibt es drei Säulen. Ich fange mal mit der ersten an. Jeder von uns benutzt ein Navigationssystem. Ja, wenn wir ein iPhone haben oder ein Android-Handy, ich sage, meine Kinder können keine Karten mehr lesen. Und die sind aber nie verloren, außer das Telefon hat keine Batteriespeicher mehr. Dann haben sie ein Problem. Navigation ist nicht nur für uns, für unsere Autofahrer, für unsere Schiffe. Es gibt fast keine Leute mehr, die mit den Sternen navigieren, sondern das macht man wirklich über Navigationssysteme. Unsere Flugzeuge landen automatisch. Aber Navigation ist so mehr als ein Zeitsignal. Es ist ein Zeitsignal, wo unsere Bankgeschäfte synchronisiert, aber auch unser Stromnetzwerk wird synchronisiert mit den Zeitsignalen der Navigationssatelliten. Und mit den Partnern in der Landwirtschaft versuchen wir sogar die einzelne Pflanze wirklich herauszufinden und zu tracken. Also die großen Traktoren von Glas, Fendt, John Deere, die fahren alle wirklich mit Navigation. Also Navigation, das ist eins, das brauchen wir in unserem täglichen Leben. Und wir Raumfahrer bauen die Infrastruktur durch und die Applikation macht unser Leben leichter. Das Zweite, sage ich immer, das ist die Erdbeobachtung. Das ist ihr Wetterbericht, wo sie, wir wissen, dass wir morgen vielleicht schwimmen gehen können oder nicht. Es kommt ein Sturm. Aber das heißt auch, die Erdbeobachtung ist, sag mal, das bildgebende Verfahren für den Doktor Mensch, für den Patienten Erde. Und gerade haben wir den Klimagipfel. Und ohne die Earth Observation, die Erdbeobachtung, wüssten wir gar nicht, dass unser Planet sich verändert. Und diese Information wird heute in vielen Bereichen schon verwendet. Und das wird mehr werden. Und der größte Bereich, der wieder kommen wird, ist die Telekommunikation. Ich habe schon gesagt, Satelliten, TV kennen wir schon, aber in Zukunft werden es viele kleine Satelliten sein, um die Erde und uns wirklich Internet überall zu bringen. Also wir bauen die Infrastruktur für unsere digitale Society. Nur wo werden wir in 20 Jahren sein? Also insbesondere das, was Sie eben erzählt haben, was die Zukunftstechnologie angeht, also Telecommunication, Navigation und so weiter, Infrastruktur. Also wo werden wir aus Ihrer Sicht in 20 Jahren sein? Also die Deutsche Post verspricht uns ja das beste 5G-Netzwerk der Welt sozusagen. Ich sage immer, wenn ich von Salzburg über München auf die Autobahn über die Grenze überschreite, ich habe kein Signal, es funktioniert da nicht. Was wir in 5 bis 20 Jahren haben werden, ist erstmal wirklich 6G überall, eine permanente Konnektivität, wenn wir sie die wollen. Das ist natürlich auch wichtig, weil wir Konnektivität und Internet in Bereiche bringen. Wir verbinden die letzten Milliarden der Menschen ans Internet und das hat was dazu mit zu tun, dass sie auch Zugang zu Lehre haben, Zugang zu Forschung. Bildung bringt die Leute aus ihrer Armut heraus, das ist das Erste. Wir werden in 20 Jahren einen permanenten Shuttle-Traffic zum Mond haben, das wird kommen. Das heißt so schön, eine Gesellschaft, die nicht aufgehört hat zu forschen, hat aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Wir werden eine Lower Earth Economy, also was um der Umlaufbahn, wir werden mehrere Raumstationen haben, wir werden ein bisschen schon auch Traffic haben Richtung Passagieren und Tourismus, aber es wird eine kommerzielle Weltraumbesiedlung bestehen. Und das wird kommen, weil, ich sage mal, wir Europäer sind Entdecker. Wir sind nach Amerika gefahren, wir sind nach Indien gefahren, wir haben die höchsten Berge bestiegen, wir haben den Nordpol erforscht. Das wird so weitergehen. Und das machen wir nicht, sage ich mal, um Sachen schlechter zu machen, sondern um zu lernen und unseren Geist zu erweitern. Jeder redet von dem Wettlauf der Milliardäre in den Weltraum. Eben war Tourismus Ihr Stichwort. Egoismus oder geplantes Geschäft? Ich persönlich denke einmal, dass es viele Menschen gibt, die seit ihrer Kindheit ins Weltall fliegen wollen, zu den Sternen reisen wollen, die Welt von oben sehen wollen. Was ist Ihre Meinung? Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also erstens, das ist auch der Grund, warum ich zur Raumfahrt gegangen bin. Ich habe ein Bild, was ich eigentlich immer gerne zeige in meinen Präsentationen. Das habe ich eigentlich immer dabei, neben meinen Kindern. Ist ein Bild, wo man aus dem Weltall, aus der ISS sieht. Und man sieht den Sinai, man sieht den Nil, man sieht aber auch den Nahen Osten. Eine Region, wo wir eigentlich immer Probleme sehen und auch wo sich die Leute nicht so mögen, sage ich mal, und gegenseitig kriegen. Und aus dem Weltall sieht man das nicht.
die Astronauten sind die besten, sage ich mal, Ambassadors für unsere Kindheit, Sachen weiterzubringen, gemeinsam Sachen zu machen. Weltraumtourismus wird aber ganz klein bleiben. Und wenn wir mal schauen, was jetzt Herr Musk gemacht hat, was Mr. Bezos gemacht hat, Sir Richard Branson, da ist auch ein Unterschied, ja, weil einfach mal hochfliegen und wieder runter ist schön, man sieht die Erde, das ist auch ein toller Einblick, diesen Distanzeinblick. Ist es aber wirklich ein Unterschied dann nochmal, um die Erde zu fliegen und zur Raumstation. Ich vergleiche das immer, ich mache eine Radtour bei mir in meiner Stadt oder ich fliege nach Amerika und das ist wirklich der Unterschied. Weltraumtourismus wird es geben, wird auch weiter ein Bereich sein, wo sehr viel berichtet wird, weil es anfassbar ist. Der große Bereich ist aber, wo Herr Musk bzw. Herr Bezos sein Geld investiert, da sind wir wieder bei der Telekommunikation. Ja, die Telekommunikationssatelliten von SpaceLink werden die Menschheit verbinden. Das macht Amazon auch. Also diese Tourismus-Sparte ist wunderbar. Und wenn man zum Herrn Branson auch schaut, ursprünglich Spaceship One war der Mitgründer von Microsoft, Mr. Allen, zusammen mit Ruth Bortan, die das Spaceship One gegründet haben. Richard Branson, oder Sir Richard Branson, hat dann das weitergewickelt, nach 15 Jahren ein Produkt gehabt und sehr gutes Marketing gemacht. Also, sag mal, das ist die Spitze des Eisberges. Tourismus wird kommen und ich weiß nicht, wie es Ihnen oder mir geht. Also, wo ich als 14-Jähriger damals in Arabien geflogen bin, in den 80er Jahren, da ist noch eine Dame geflogen bei uns in der Klasse, sonst kein Mensch. Wir werden das schon haben. Wir werden auch da mit grünem Wasserstoff fliegen. Also, das ist nicht so schlimm und es ist auch nicht schlimm, den Horizont zu erweitern. Inspiration ist wichtig. Es gab die erste Crew, die das gemacht hat. Aber das große Geschäft wird am Schluss mit der Infrastruktur gemacht. Ja, Sie haben aber mal gesagt, Sie wollen auch mal den Titel des Chief Devil Officers führen. Was meinen Sie damit? Ja, das ist eigentlich aus einer Jutz- und Tollerei entstanden. Ich glaube, ich beschreibe das immer, wenn wir jung sind, lernen wir jeden Tag was dazu. Werden wir älter, nehmen wir, was wir gelernt haben und wenden es an. Und so ein ähnliches Problem hat jedes Familienunternehmen, jeder CEO. Ich muss es balancieren. Neue Sachen machen und Sachen besser und leichter machen und günstiger. Also Exploration und Exploitation, dieses zu balancieren. Es gab mal einen Professor, Jim March in Stanford, der hat das propagiert, der ist leider vor 2 Jahren gestorben. Diese Balance, das ist extrem schwierig. Junge Firmen tun sich da leichter, aber je größer und älter eine Firma wird, desto weniger innovativ wird die. Und als CEO dieses zu balancieren, ist schwierig. Deswegen braucht man auch im Team einen, der Bayer wird sich sagen, der sich nichts scheißt. Ja, einer, der sagt, warum machen wir das immer noch so? Ich brauche einen, und das macht keiner, der jetzt gerade vielleicht seine Karriere anfangen will. Ich brauche einen im Board, ich brauche einen, gerade in Familienunternehmen, macht es oft der Gründer. Aber wenn man dann Veränderungen hat, man wächst, hat man dieses nicht. Ich brauche einen kritischen Gedanken. Alan Grove, damals Chef von Intel, der hat Intel damals groß gemacht, hat mal gesagt, als CEO musst du panisch paranoid sein. Ich sage jetzt vielleicht nicht panisch, aber ein bisschen paranoid kann nicht schaden. Und dieses Chief Devil Officer, wir haben für alles einen Chief Digital Officer, einen Diversity Officer, einen Technical Officer, aber kritische Fragen zu stellen, das ist eine Kultur, die man wirklich innerhalb der Firma auch haben muss. Und deswegen möchte ich gerne nochmal irgendwann in meinem Leben diesen Titel tragen und zu sagen, Leute, müssen wir das so machen? Passt es denn so? Oft ist es so, dass Firmen und Mittelständler und mittelständische Firmen sich dann ein Consultant einkaufen, eigentlich das erzählt wird, was sie eh schon wissen und jemand anders bringt es wieder rein, weil man sich intern nicht traut. Und dieses Trauen ist eigentlich ganz wichtig. Und also das habe ich zum Beispiel vom Militär gelernt, weil dort führen falsche Entscheidungen wirklich zu Tod. Deswegen muss man diese Selbstkritik innerhalb der Führungsmannschaft auch als Offizier haben. Und deswegen sage ich, bräuchte jeder Firma, die etwas innovativ sein will, einen Chief Devil Officer. Ich traue mich jetzt auch eine Frage zu stellen, nämlich Ihr ESA-Kollege, der Matthias Maurer, ist ja schon bald auf dem Weg, muss man jetzt ja sagen, zur Raumstation ISS. Warum macht es so viel Spaß, mit Astronauten zu arbeiten? Also Matthias ist ein sehr guter Kollege. Und ich habe am Anfang mit fast dem ganzen Astronautenchor der ESA zusammengearbeitet und darüber hinaus. Es sind extrem tolle Menschen. Die machen das nicht, weil sie es machen müssen oder da viel Geld verlieren.
Also ich erinnere mich an André Körper, das ist ein Astronaut, der aus Holland kommt, Testpilot, Medizindoktor, also hat eigentlich alles schon erreicht. Und da sagt er, und dann musst du nochmal mit 40 Russisch von Anfang an lernen. Ja, dann bist du auf der Raumstation. Ein halbes Jahr. Zwei Toiletten. Last but not least, wann werden europäische Astronauten erstmals den Mond betreten und dort vielleicht leben und arbeiten und forschen? Also ich hoffe, dass wir das in den nächsten 5 bis 6 Jahren hinkriegen. Also wir werden das alles noch erleben. Schön wäre es zu erleben, dass man vielleicht auch noch wirklich da hinfliegen kann und zu arbeiten. Und das wird kommen. Also ich sage mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird das ganz normal werden und wir werden zurück zum Mond gehen. Und das ist auch gut so, weil dann wissen wir auch, gerade wenn wir runterschauen vom Mond auf unsere Erde, auf unserem blauen Planeten, wie zerbrechlich unser Planet ist, wie schön es hier ist und wie wichtig es ist, diesen auch zu bewahren. Wir sind mit unserer Zeit am Ende, aber Sie haben uns, mir wirklich interessante Impulse gegeben. Und insofern danke ich Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Und wahrscheinlich träume ich in den nächsten Tagen auch davon, ins Weltall zu fliegen. Also, we will Lassen Sie see. uns träumen. Vielen Dank.